Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Doch, mir fällt sogar ein Beispiel ein. Das beste Beispiel überhaupt ist, wie ich mir mein Geburts- oder mein Alter merke. Das hört sich jetzt völlig random an, weil ich weiß, dass ich 26 bin und ich weiß, dass ich 27 bin oder werde dieses Jahr. Mein Alter ist 26. Ich brauche mir das nicht so merken über diese Eselsbrücke, aber ich erkläre das immer gerne so. Besser gesagt, ich bin mal zu dem Schluss gekommen, weil ich irgendwie, ich habe keine Ahnung warum, ich habe über das Alter nachgedacht, über mein Alter. Und ich habe dann darüber nachgedacht. Ich bin 89 geboren. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990, ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 90 ist eine 0, mein Alter ist eine 1. Sprich, ich bin ein Jahr älter als das Jahr. Seit 2000 nehme ich die letzten zwei Zahlen. 2011 wurde ich 12. 2015 26. Das ist eine sehr einfache Rechnung, die für mich logisch ist und für mich Sinn ergibt. Die auch für euch Sinn ergibt, wenn ich euch erkläre, wie sie funktioniert.